So, dann machen wir uns mal auf zu dieser Ruine. Oder da unten, ich weiß es jetzt nicht. Aber wir sollten erstmal da oben gucken, ob das die Ruine ist. Die Galat-Ruine. Da kommen wir doch noch nicht hin, ne? Nein. Oh. Ah, okay. Drücke doch. R2, aber. Okay. Komisch. Ist inaktiv. Ah, okay. Nein. Okay. Können wir jemanden somit heilen? Das ist ja abgefahren. Brauchen wir halt immer so eine bestimmte Castzeit hier. Boah, da muss er immer voll drauf klarkommen. Oh Mann. Okay. Dramatisierung, Verjüngung. Wenn du im amatisierten Zustand inaktiv bist oder keine Combo ausführst, kannst du mit R2 drücken, um für einen Schuss zu wirken. Okay. Also haben wir denn auch da starke Heilung? Oder gibt das irgendwie Angriffskraft? Aber das sieht schon auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Die Fähigkeiten. Man hat jetzt nur eine Castzeit, da darf man irgendwie nicht unterbrochen werden. Drei Treffer. Feuer-Kombo, warte. Da haben wir das ja. Göttliche Königsdings. Oh. Wow. Verbannungsstoß. Ah, Zustand einer Combo. R2 drücken, um für einen Stoßanzeige einen Verbannungsstoß zu entfesseln. Die Wirkkraft hängt von jeweiligen Seraph ab. Und weil er geladen werden muss, könnte es riskant werden, aber du kannst daraus eine Combo übergehen. Oha, das ist auch ziemlich cool. Dafür sind also auch diese Verwarnungsstöße denn dafür da. Können wir zum Beispiel jetzt auch sie steuern im Kampf? Ah, da hat sie jetzt eine Castzeit. Lailas Kampftalente.
Der Kern von Lailas Kampfstil ist das Verstreuen und baldige Anzünden von Papierblättern. Sie mag im Nahkampf leicht verwundbar sein, doch wenn sie die Überhand gewinnt, helfen ihre überwältigen und undurchdringliche Angriffe. Sie ist auch zu halten. Einige ihrer seraphische Arts zwingen sie, sich in Kampfgetümmel zu stürzen, aber ihr hoher Artangriff macht das Risiko häufig wieder weg. Also, sie ist im Nahkampf jetzt nicht so stark, weil sie eher so eine Casterin ist. Im Nahkampf ist sie natürlich jetzt nicht so stark, als wir jetzt die beiden hier mit ihren Waffen. Aber wenn man so auf Casten steht, ist man eigentlich bei ihr gut bedient. Ah. Aufpassen, jetzt bin ich gerade getümmelt. Ah, es dauert. Ah, ich will gerade was wirken, aber lassen mich nicht die Viecher. Effektpotenzial. Alle Arten von Angriffsarts verfügen über irgendein Effektpotenzial, das dir Folgendes ermöglicht. Feinde betäuben, deine eigenen Werte verbessern, die Werte von Feinden schwächen, Feinde mit Krankheiten anstecken, also so wie Dots, und KP stellen, stehlen. Dazu kommt vielleicht noch andere Effekte noch hinzu. Ja, wir sind ja jetzt immer noch gar nicht so weit. Später kommen bestimmt noch viele weitere Sachen noch mit hinzu. Oh, was haben wir denn hier? Ein verbranntes Dorf? Boah. Mal gucken, was hier abgeht. Okay. Scheint auch irgendwie was vorgefallen zu sein. Aber wir können hier nichts machen. Ist ja noch ein weiter Weg bis dorthin. Sie ist schon recht stark mit ihren Casten, ne? Also macht auch schon einen Flächenangriff. Arzneimittelzubereitung. Ja, das kennen wir ja. Das wird ja uns immer Sachen hergestellt die ganze Zeit. Können auch mal Alicia ausprobieren. Soweit ich weiß, kann man bei Tales of auch auf 1 bis 4 Spielern hier spielen. Also man kann auch, wenn man hier die Controller angeschlossen hat, können noch 3 andere Leute noch mit dir zusammen das Spiel hier spielen, weil hier steht 1 bis 4 Spielern. Also jeder, der hier noch mitspielen möchte hier, also lokal natürlich, nicht jetzt online, aber... hier lokal. Der kann denn hier so gesehen hier, kannst du mit einem Kollegen hier zusammen spielen oder Bruder oder Schwester oder so. Das ist eigentlich ganz cool. Da bringt halt noch dieses Koop-Feeling noch mit rein. Wenn man noch jemanden hat, der hier mit dir zockt, weil darum hat man auch die Farbe hier rot bei der PlayStation, beim PlayStation Controller. Leuchtet es rot. Und ich denke mal, je nach Farbe, so blau, grün, gelb und so, dem halt auch die jeweiligen Spieler angezeigt. Also hier sieht man das ja auch S1. Und es wird bestimmt auch bei den anderen dann so. Kann man eben halt auswählen, wen man am liebsten spielen möchte. Finde ich auch eine coole Sache. Ah, hier jetzt wird das hier hergestellt. Ist auch immer so ein cooles Feature bei Tales of, dass man lokal hier auch zusammen Koop spielen kann. Hat schon was auf jeden Fall. Bieten nicht alle Spiele sowas. So, pro Gruppe gibt es 5 Fertigkeiten, mit denen
Folgen Wechselwirkung, Angriff, Nicht-Elementar, Lähmung führt das also. Arzangriffe mit Feuer machen Verbrennung. Erde macht zum Beispiel Verlangsamung. Sowas wie Gewicht und so. Art Verteidigung, Wasser macht Gift. Fokus mit Wind macht Müdigkeit. Somit hat ein wasserbasierende Seraphis Art beispielsweise ein Giftstatuspotenzial. Okay, gut. Also diese Art Statusveränderung, Dots. Gut zu wissen. Oh, der sieht ja sehr speziell aus. Kann man sich eigentlich mit denen eigentlich anlegen so? Zwar ziemlich mutig, aber mal wollen wir mal gucken. Oh mein Gott. Boah, okay. Also gegen so einen haben wir noch überhaupt gar keine Chance. Ja, hätte ich mir schon denken können. Der sah sehr speziell aus. Ah. Gut zu wissen. Aber dafür bestimmt später, denn Apfelgummi. Aber ja, der tut uns ja nichts, solange wir ihn jetzt nicht angreifen. Ja, noch gar nicht stark genug, um ihn jetzt zu bekämpfen zu können. Ich hoffe, das ist jetzt die Ruine. Haben wir jetzt extra so den langen Weg gemacht. Ja, das ist die Galad-Ruine. Ah, sehr schön. Heiliges Wasser. Ach, da. Okay. Komm, da wir jetzt irgendwie nicht durch. Ah, wir müssen das verbrennen. Okay. Okay, unsere Alicia hat keine Zauberarzt drauf, irgendwie. Kommt nichts, wenn ich X drücke. Snack-Zubereitung. Das ist ziemlich cool, dass uns immer eine Food-Cell gestellt werden. Denn geht das natürlich auch alles viel, viel schneller und so, wenn die das wir halt noch besser drauf haben irgendwann. Hier sieht tut zum Beispiel Heilmittelzubereitung machen, also an Gummis, Tränke und so weiteres. Da kann hier zum Beispiel auch Essen herstellen. Hier zum Beispiel Gesundheitswiederherstellung macht sie denn. Und er hat eben halt seine mit den Monolithen. Und sonst kann er halt auch Snacks zubereiten. Ja, das kennen wir ja schon. Nehmen wir halt dafür immer AP-Punkte. Da ist eine Sackkasse, da könnte vielleicht auch irgendwas versteckt sein. Ja, hier haben wir ja schon mal wieder die nächsten Monolithen. Zielerfassung.
Okay. Da kommen wir nicht weiter. Mangosorbet. Was bist du denn für einer? Blutegel? So, Steuerung. Ah ne, das ist das nicht. Immer. Kann man dann nochmal wechseln hier. Okay. Ah hier, Strategien, Arts, Ausrüstung, Objekte, Flucht. Hier haben wir Figur wechseln, Kamera, Höhe ändern. Warte, die Steuerung eben halt. Kampfaktion bestätigen. Die können wir jetzt zum Beispiel jetzt wechseln. Ah hier, okay. So ist das also. Ah okay, cool. Achso, Rang. Nach jedem Rang wird dir ein Rang verliehen. Wenn du deinen Kampfstil besonders heraussticht, erhältst du höhere Ränge. Gebieten, in denen der Herrscher des Landes freigeschaltet ist, wird dir durch das Erlangen von Rängen das Segnungslevel erhöht, was dir schließlich weitere Gaben verschafft. Boah. Also die hier kommen mit so vielen Sachen hier an. Es gibt auch noch Segnungslevel und... später noch für Sachen alles kommen. Man wird ja schon so mit Sachen alles zugeschmissen am Anfang. So ist schon echt übel, was hier noch alles noch so machen muss und dies, das und... oh, das sieht cool aus. Hat schon Stil auf jeden Fall, Alicia. Ist ja schon mal cool, dass man auch so hin und her die Charaktere switchen kann. Ich glaube, bei Koop kann man halt auch immer sich so einigen, wer wen halt denn mal spielen will oder switchen möchte, so je nachdem. Finde ich auch cool. Jetzt da zweiten Player, dritten oder auch vierten Player. Braucht also keiner irgendwie nur zugucken wollen, sondern können auch alle anderen da mit dabei spielen. Ah, da haben wir den Bogen. Shinki desu yo, kono yumi. Shinki? To, so da. この弓が神器って、どういうの?神器は同士と天族が行う神位の姿を決定づける、いわば神位の型です。神位の型?そっか、ライラの聖剣。そう、レディレイクの聖剣も神器です。それでライラの神位は剣なのか。ねえ、ライラの聖剣を使えば他の天族とも神位できるのかな。それは場合によりますわ。 まず以前言った通り、同士であるスレイさんの主神である私の陪審になってもらう必要があります。陪審とは何なのでしょう。わかりやすく言えば、私の力の影響下に入ってスレイさんに協力していただくということですわ。もう一つ、神器の属性の問題があります。私が火であるように、自然を操る天族も一人一人扱える属性が違うのです。神器にも属性があるのなら、 天族の属性に合った神器でなければ神位はできない。その通りですわ。この弓は水の神器のようですね。そしてミクリオさんは水の。さあ行こう。スレイさんはミクリオさんを陪審にしたくないんです。なぜだ。私を重視にしたのと同じことだろう。アリーシャは必要としてただろう。自分の夢のために同志の力を。けどミクリオは。
Ey! Ist gar nicht mehr da. Hier, neue Fundstätte. Altar des Ohms. Der Fallsockel.弓の台座に何か書いてある。古代語のようだが。どれどれ。遺跡や遺物を気軽に持ち帰ったり傷つけちゃダメだからね。もちろん宝箱は別だけど。やけに軽いノリですわね。いえ、洞窟と学術研究は本来紙一重。行為の本質を見極めよという教えではないでしょうか。 Solche Dialoge finde ich auch cool, ne? Also das kennt man ja auch von auch anderen Spielen. Aber das ist ja auch sowas hier bietet. Also das hat ja auch die anderen Teile auch so gemacht. Ich finde das cool, also... Solche Dialoge sind auch voll cool. So, mir ist noch wie so ein Monolith. Schnelle Schritte. Ach, das kennen wir ja schon. Ah. Müssen wir gleich mal den Code eingeben, damit ich hier gleich auch diese Bonus-Sachen habe. Ja.